SpongeBob Schwammkopf, gelbes Quadrat im Handheld-Format ist das erste Schwammbob-Lizenzkopfspiel für den einzig wahren Kasten mit Tasten von der bekannten Firma Sega. It's in the game. Und bevor wir zum Gameplay kommen, Gameplay! Danke. Möchte ich anmerken, wie schön das Boxcover von dem Game noch ist. Jupp, das war's auch schon. Also, in SpongeBob Schwammkopf, Legende der letzten Spastik, geht es um... Darum geht's dann, ist dir was egal. Wir fangen das Spiel an und schauen mal, was passiert. Welcome, my friends, to Bikini Bottom. Let us join, SpongeBob. What is this? He has uncovered something. Wow! Mr. Krabs will know what this is! Mr. Krabs, I found a statue. By Great Neptune's beard, that statue marks the entrance to the Dutchman's underworld. A long time ago, in the city of Bombay, there was the Mr. Fry cook who ruled with a golden spatula. But man, Kabobi's buried Bombay, starting the grease fires that ended the greasy civilization. As legend has it, the Flying Dutchman took over the cities. Ruins and his first mate buried the keep to the city somewhere in the Gooligan. Find that key boy! If you get the golden spatula, I'll be rich! Ride with my Celtic. I know that I'm selfish, but I know that I'm a savage. Oh, I mean, you would be Mr. Freak Hook. Now you better go home and get your things. Jo, das liegt doch an sich schon mal an einer ziemlich guten Story. Was zum Fick ist das? Oh, achso, war nur ein Stein. Aha, ja, wisst ihr, es gibt einen kleinen Kritikpunkt an dem Spiel. Und zwar die Steuerung. Versteht mich nicht falsch, wenn ich die Knöpfe drücke, macht er, was ich auch verlange. Aber, dass das Spiel die Reaktionszeit eines Alzheimer-Kranken hat, macht den Fakt, dass alle Aktionen, die ich tätige, in Kombination mit einer Kamera, die schneller von links nach rechts und umgekehrt sich bewegt als Jugendliche mit politischen Ansichten und einer Rutschigkeit in der Luft, die vermuten lässt, dass jemand bei der Physikaufgabe vergessen hat, den Gegenwind zu berechnen, lässt mich dann doch schon sagen, dass das hier echt nicht nice ist. Ich meine, man gewöhnt sich dran, aber dennoch, sowas sollte nicht sein. Auch wenn das Spiel der Rentner unter den SpongeBob-Spielen ist, hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr Fokus auf die Steuerung legen sollen. Und wenn wir schon dabei sind, muss ich sagen, dass Gegner-Placement auf dem gleichen Standard ist, wie der vierjährige kleine Timmy, der Mario Maker für sich entdeckt hat und denkt, dass Gegner überall hinzupacken, wo Platz ist, eine gute Idee wäre. Und nicht nur das. Einige Gegner unterscheiden sich auch von ihren Fähigkeiten und wie man sie besiegen muss. Quallen und Muscheln zum Beispiel lassen sich mit dem ollen Zuverlässigen wegbimsen. Während größere Gegner sich entweder mit Seifenblasen verschrecken lassen oder Burgern oder einem druckluftbetriebenen Netzwerfer mit einer Auswurfgeschwindigkeit von 5 km/h. Ja, nachdem wir auf den Physik ignorierenden Anker raufgesprungen sind und er dann runterfällt, weil so Anker natürlich funktionieren, entdecken wir eine Schatztruhe. SpongeBob fand die Piratentruhe des fliegenden Holländers. Also hab ich das Spiel jetzt durch? Irgendwo sind 4 Knöpfe für den Ofen versteckt, auf dem die Statue steht und du wirst sie finden. Willst du mich jetzt eigentlich komplett oder was? Okay, jeder einzelne der 4 Knöpfe ist verteilt auf einem bestimmten Bereich der Map. Wir haben die Quallenfelder, die Haken, den Wald und nicht zu vergessen die Wüste. Fangen wir mit den Quallenfeldern an. Nach jahrelangem Rumgelaufen und nicht wissen, was ich tun soll, habe ich endlich den ersten Boss gefunden. Oh, pardon, habe ich ganz vergessen. Es gibt ja ein Auswahlmenü, um eure Waffen auszuwählen. Wisst ihr, wie das Menü öffnet? Jeder normale Mensch würde denken, mit Start pausieren wir das Spiel und mit Select können wir das auswählen. Nein. Ihr drückt oben und Select gleichzeitig. Ja geil, mega, man, jetzt kann ich mir eine Nudelsuppe kochen. Toll!
Bei dem nächsten Level kann ich meine Gefühle für dieses unfassbare Gameplay überhaupt nicht in Worte fassen. Deswegen dachte ich mir, rezitiere ich das Ganze in einem Gedicht. Haken, o Haken, am Himmel herab. Springe und springe, erreiche dich knapp. Gebe mein Bestes, verzeihe mir drum. Denn die Steuerung ist absolut scheiße und dumm! Ich habe Patricks fucking Unterhose gefunden. Was ich dem Spiel aber zugutelassen muss, ist, dass es relativ kurz gehalten ist. Ich meine, ich bin innerhalb von einer halben Stunde Aufnahmezeit jetzt schon beim zweiten Knauf und es folgen noch zwei, inklusive dann natürlich dem finalen Bosskampf. Es ist auf jeden Fall ein relativ kurzes Spiel, was man auch mal für zwischendurch spielen kann. Also, ja, es gibt einen kleinen Pluspunkt dafür. Hey Kids, mögt ihr Spaß? Tja, Pech, denn der Wald würde euch den Arsch aufreißen! Der Wald ist meines Erachtens nach wirklich das grauenvollste Level bis jetzt. Plattformen, die sich dauerhaft bewegen, Kreaturen, die auf irgendwelchen Stellen verteilt sind, ohne eine gewisse Übersicht davon zu haben. Und meine Güte, bin ich oft in diesem Level gestorben, deswegen erspare ich euch die Qualen, die ich erleiden musste. Und komme einfach zu dem Punkt, wo der Boss kommt. Okay, eine Sache, die ich jedoch anmerken muss, ist die, dass die Musik in den Bosskämpfen halt wirklich, wirklich gut ist. Ich meine, hört euch das an. Ja. Gut, jetzt fehlt nur noch ein einziger Knauf. Heißt also, wir machen uns auf den Weg in die Wüste. Und da ich ja sowieso gerade schon die Musik angesprochen habe, denke ich, ist es, glaube ich, das Beste, wenn ich während der Gameplay-Aufnahme jetzt einfach mal die restliche Musik abspielen lasse. Zum nächsten Boss und unsere Aufgabe ist es, ihn für die Body Positivity Bewegung ready zu machen. Denn auch dicke Körper sind gesund und man sollte. Was das, du fette Sau! Sieht aus, als wäre er an Herzversagen gestorben. Na gut, konnte ja keiner wissen, dass Übergewicht zu Arterienverstopfung führt. Also, wie es den Anschein vermag, habe ich Sandys Hut gefunden. Sie sieht übrigens unfassbar cursed aus. Dazu gehöre ich noch den Mondblaster und natürlich noch den letzten Knauf für den Ofen, der sich auf wundersame Weise geöffnet hat. Hello! Gee, it's a long way down! Ah, Tartar Sauce! Okay, ganz ehrlich, frag mich jetzt nicht, wie es dazu kam, wie wir in Rock Bottom gelandet sind. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Guck mich nicht. Ich bin weg. Tschüss. 20 Minuten später. Also, dass ich das richtig verstehe. Ein Ofen hat einen direkten Zugangsweg nach Rock Bottom, während Rock Bottom einen direkten Zugangsweg in die Hölle hat. Das ist... seltsam. Oh, Junge! Sagte da jemand Endboss? Zur kleinen Information, falls ihr das Spiel selber spielen solltet. Ich habe aus Versehen einen kleinen, Anführungszeichen, Geheimweg gefunden, wo ihr nochmal eure Leben auffüllen könnt und nochmal die benötigten Burger für den Kampf auffüllen könnt. Rund 5 Stücke, die das sind jetzt. Und Kurzfassung, dieser Bosskampf ist nicht wirklich schwieriger als die anderen. Gleiches Prozedere, wir nehmen Burger und schmeißen sie auf den fliegenden Holländer. Und meine Fresse, die Musik ballert hart. Mensch, super! Ich hab's geschafft. Ich hab das Spiel durchgespielt. Und da ist der goldene Pfannenwender. Der ist ja toll.
SpongeBob has found the golden spatula. Now SpongeBob is truly the greatest toy cook in Bikini Bottom. Yippee! I'm rich! Jungs, Mädchen, non-binäre alle Altersklassen, das war's mal wieder mit einer Bullshit-Review zu einem SpongeBob-Spiel. Es ist relativ kurz ausgefallen, ich muss aber sagen, dass es ganz gut ist, ein relativ kurzes Video mal rauszubringen, auch was Bullshit-Review angeht. Für eine Chance hat es nicht gereicht, ne, weil die gehen meist nur, das sind vielleicht die 5 bis 6 Minuten sein. Und das geht jetzt hier schon seine rund 10 Minuten. Da finde ich, das ist, es ist nur richtig und wichtig, dass ich auch das Spiel review, denn wie gesagt, der ganze Kanal hat größtenteils mit den SpongeBob-Reviews angefangen. Und dass ich mich vielleicht jetzt auch erstmal auf die SpongeBob-Reviews konzentriere, bei den Bullshit-Reviews, finde ich schon ganz gut und richtig. Was es mit dem Devil May Cry-Video auf sich hat, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das verschieben werde, solange wie ich richtige Ideen dazu habe. Ich meine, immerhin braucht es auch eine gewisse Form der Vorbereitungszeit, ne? Und ich möchte ungern halt sinnlosen Schmodder einbauen, der im Endeffekt ja nur da ist, um da zu sein. Deswegen, ich nutze lieber die Zeit. Es wird irgendwann mal kommen. Es wird dauern, ewig dauern wahrscheinlich. Ja, ich habe natürlich auch vor, da ein bisschen mehr dran zu arbeiten. Aber hey, im Endeffekt, vielen Dank fürs Zusehen. Das war The Legend of the Lost Spatula. Und bis zur nächsten Bullshit Review. Tschüss.